möchte ich gleich eingangs nach deinen persönlichen Erfahrungen und wahrscheinlich wie der junge Herr da vorne wissen möchte, auch nach dem Sex fragen, ist es das, was dich dafür stimmen lässt, dass Haschisch legalisiert werden soll? Nein, das ist nicht der Grund. Es ist auch nicht der Grund, dass ich zwischendurch mal rauche, dass ich für die Legalisierung von Haschisch bin. Ich bin der Meinung, dass bei einer solch kontrovers diskutierten Droge, ob sie jetzt so weich ist oder nicht, finde der Bürger selber mündig genug ist zu entscheiden, ob er konsumieren soll oder nicht und nicht der Gesetzgeber. Ich weiß aber auch, dass es bei dir Phasen gab, in denen du sehr intensiv geraucht hast, ja, gekifft hast, wo es teilweise dann auch zu Veränderungen deiner Persönlichkeit gekommen ist, was ja nicht unbedingt so positiv ist. Na, natürlich ist es nicht positiv. Es gibt die Möglichkeit, auch bei weichen Drogen, das ist sogar noch tückischer, weil es noch viel schwieriger festzustellen ist, wo bei weichen Drogen die Grenze ist zur Abhängigkeit. Zur psychischen Abhängigkeit in dem Fall. Warst du psychisch abhängig früher? Ich würde es schon so nennen. Also ich habe mich jedenfalls nicht gut gefühlt bei meinem Konsum. Und wie viel also hast du, darf ich mal fragen, wie viel und wie oft das du kann geraucht hast? Das kann ich dir nicht sagen. Wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. Na, ich weiß jeden auch Tag? Oder? Es ist echt schon bestimmt 6 Jahre her oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Jeden Tag habe ich geraucht. Ja, das stimmt. Okay. Und ich fühlte mich in meinen Lebensentfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt und bin dann zur Besinnung gekommen, habe aufgehört und konsumiere jetzt mehr ab und an. Aber ich denke, gerade weil ich den Fehler selber gemacht habe, und macht mich das doch viel schlauer, weil es ist doch egal für mich gewesen, ob erlaubt oder nicht erlaubt. Mein bester Freund kann es mir nicht sagen, wie ich mich benehmen soll. Meine beste Freundin, nicht meine Familie, nicht auch der Gesetzgeber. Wie gesagt, die Fehler müssen selbst gemacht werden, damit man schlauer wird. Aber nicht alle Fehler müssen selbst gemacht werden. Bei dir war es ja zum Glück ohne größere Folgen. Bei meinem nächsten Gast, bei Jürgen, begann es auch mit Haschisch und endete mit einer sehr schlimmen Drogenkarriere. Und das sollte keiner ausprobieren, wenn es nicht unbedingt sein muss. Darf ich gleich mal den Smoothie damit einbinden? Wenn du sowas hörst, kannst du dann immer noch für die Legalisierung sprechen? Es kann halt nicht jeder so gut mit dem Zeugs umgehen, wie vielleicht du damals. Ja, natürlich. Gut, es ist in eine unglückliche Laufbahn geraten, seine Drogenkarriere. Aber ich, auch wenn das vielleicht bestreiten mag, offizielle Studie vom Bundesgesundheitsminister, für die veröffentlicht worden ist, herausgekommen, dass von allen Cannabiskonsumenten gerade mal 2% auf 2% die Aussage zutreffen könnte, dass das die Einstiegsdroge war. Aber genauso könnte ich ihn fragen, ob er auch Alkohol konsumiert hat oder sagen wir mal nicht so, ich könnte ihn auch fragen, ob er Kartoffelchips schon mal zu sich genommen hatte. Ich finde, es ist in keinem direkten Zusammenhang. Ja, aber von Kartoffelchips bis zu Heroin, Kokain und Speed ist es ein sehr, sehr weiter Weg, den man nicht nachvollziehen kann. Moment, ich finde, man sollte diese Schwarz-Weiß-Malerei rausnehmen, weil wir reden von Haschisch, es ist eine Droge, es kann berauschend wirken, es kann beruhigend wirken, es kann Potenz fördern, Potenz hemmen wirken, das kann Alkohol auch, das kann auch eine starke Tasse, 10 Tassen Kaffee. Wenn man ganz normal, ein normaler Mensch ist, dann ist man immer im Strom seiner Gefühle und die lassen sich beeinflussen mit verschiedenartigen Sachen. Sexualität kann das sein, Rauschmittel, jeder Art kann das sein. Kann man das auf diese Ebene bringen? Ich würde diesen Satz zu Ende bringen. Ja. Und darum geht es mir nämlich, dass man nicht sagt, wie ist denn die Wirkung von Haschisch, ist das denn so, dass man dann deine Potenzstörung hat oder so ein Quatsch? Das ist eine ganz individuelle Geschichte, das ist bei jedem anders, das lässt sich nicht pauschalisieren. Was für eine Botschaft, das ist doch eine perverse Botschaft, die wir rübergehen, wenn wir sagen, Sexualität ist für sich nicht ein tolles Erlebnis, da brauche ich einen Joint dazu, damit das schöner wird. Er hat recht. Du hast vollkommen recht. Das ist schon ein Unterschied. Und man sieht aber daran, dass die Regierung und die ausführenden Organe, die Polizei, wenn die schon so leger damit umgehen, folgen sie dann eigentlich nicht mehr den Gesetzen der Praxis? Ich meine, warum unterhalten wir uns dann hier darüber? Ja, die andere Sache ist die, wo ich auch ganz klar einen Zusammenhang sehe. Durch das, dass keine Grenze mehr zum Haschisch da ist. Ja, und denke ich mal, ist der Trend jetzt von Jugendlichen, die Drogen nehmen, auch ganz klar in eine andere Richtung, nämlich zu Ecstasy. Weil so als Jugendlicher nehme ich ja Drogen nicht aus ungefähr, sondern da ist ja was dahinter, so ein Widerstand gegen oder das Establishment. Entschuldigung, bitte. Du kannst nicht sagen, dass dadurch durch lockeren und Liberalisierung von Haschisch die Leute mehr auf Ecstasy umsteigen. Das ist Quatsch. Okay, Moment, lass mich mal dazwischen gehen. Uneingeschränkt recht geben, es ist richtig, man kann von Haschisch abhängig werden, wie von jeder anderen Droge auch. Hast du ja auch zugegeben. Es ist richtig, dass es eigentlich nicht die Droge ist, sondern die Lebensumstände, die momentan die einen in eine Abhängigkeit treiben oder einem einen Suchtdruck geben. Insofern ist es gefährlich, zum Beispiel, dass Alkohol legal ist, wenn wir jetzt so argumentieren. Mhm. Auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, ein Paradox, wenn man sieht, dass Haschisch
gesundheitlich und auch von dem chemischen Wirkung her eigentlich die harmlosere Droge ist. Das Problem ist, als Alkohol, meinst du? Als Alkohol, ja. Wir sind so viele... Herr Dolch, darf ich Sie da gleich fragen, stimmt das? Es ist sicher richtig, dass ein bestimmter Alkoholkonsum körperlich sehr viel schädigender sein kann als Haschischkonsum. Nur, wir haben so viele legale und illegale Drogen, die haben wir einfach in unserer Gesellschaft. Wenn wir jetzt noch eine Droge zusätzlich die Verfügbarkeit erleichtern, ist die Gefahr, dass diese Droge in einem Umfang zunimmt. Wir haben das gerade eben schon mal gehabt. Wir haben die Gefahr gehabt, dass wenn Haschisch legal wäre, dass man dann zu sehr zugreifen würde, vielleicht. Kann mal kurz die Fresse halten. Entschuldigung, ich habe es Mude unterbrochen. Das ist vollkommen richtig. Die Gefahr ist da, wenn man sagt, jetzt wird Haschisch legalisiert, dann greifen noch mehr Leute zu Drogen und kommen zu schlimmen Sachen. Wir haben mit Alkohol schon einen Teufel, warum wir einen zweiten nehmen? Aber die Tatsache ist ja, dass die Leute, nicht der Hasch ist das Teufel, sondern die Spirale, die dahinter ist. Und die Illegalität von Haschisch führt uns in die Spirale, weil wir jemanden gegenüber sitzen, der deswegen noch schlimmere Drogen in der Tasche hat. Wenn wir es aber in der Apotheke verteilen, dann wird ein Großteil, ich sage nicht alle, das wird sich eh nicht abschaffen lassen, ein Großteil der Konsumenten das nicht machen. Der einzige Nachteil ist, dass in den Apotheken in Schleswig-Holstein es ein bisschen teurer angeboten wird, wie bei dem Freund des Vertrauens, wo man sich sonst kauft. Der Nachteil ist, dass man sich vielleicht an einem kleinen Ort entdeckt fühlt. Es wäre deshalb für alle Haschischkonsumenten, die für diese Lobby sind, ganz wichtig, in Schleswig-Holstein, in der Apotheke auch, wenn es schwer wird, Hasch zu kaufen, weil sonst wird die Diskussion wieder von hinten. Entschuldige, in Schleswig-Holstein, in der Apotheke was zu kaufen? Haschisch zu kaufen. Weil wenn nämlich alle nicht dahin gehen, weil es teurer ist oder so, weil es ein kurzer Versuch ist, dann werden die Leute sagen, es ist schon wieder fehlgeschlagen. Und konservative Meinungen, die meinen, dass die Erde flach ist, werden dann wieder an Oberhand gewinnen. Das ist aber Quatsch. Das müsste. Okay.